Hi Leute, heute in dem Video geht es darum, warum gute Dinge, gute Sachen dich kaputt machen können. Warum selbst eine gesunde Ernährung schlecht für dich sein kann. Okay. Und zwar möchte ich heute jetzt mal auf das Thema eingehen, warum eben gute Dinge schlecht für dich sein können, wenn gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist oder wenn man gerade noch an einem anderen Punkt ist. So kann es nämlich zum Beispiel auch sein in der Ernährung. Wenn du dich zu gesund ernährst, dann kann das kontraproduktiv sein für deinen Körper. Weil dein Körper dann zum Beispiel zu viel in die Entgiftung geht. So, wenn du zu lange fastest, kann es auch kontraproduktiv sein. Und das ist ein wichtiger Punkt, das wirklich zu verstehen. Und da möchte ich dir ein kleines Sinnbild mal mitgeben. Also, wie gesagt, wenn du nämlich zum Beispiel die Ernährung hast und du probierst jetzt von jetzt auf gleich alles perfekt zu machen, leitet dein Körper so starke Reinigungsprozesse ein und schreitet so viel aus, dass es manchmal gar nicht möglich ist, das richtig und angenehm auszuleiten, wenn man nicht die Umgebungsbedingungen hat, wenn man einer normalen Arbeit nachgeht, wenn man sonstige Dinge noch zu erledigen hat. Oder wenn die Umgebungsbedingungen von der Luft nicht passen. Genau, also mag jetzt gerade noch ein bisschen unkonkret vielleicht für dich erscheinen, aber wenn du jetzt mal schaust, wenn du zum Beispiel einen Schlangenmensch anschaust, der ist super beweglich, der kann seinen Rücken einfach so stark nach hinten biegen, kann seine Füße dann in die Hand nehmen und das ist alles in Ordnung für ihn. Aber wenn du gerade an dem Punkt bist und dein Körper total steif ist, und du probierst es, dann brichst du dir einfach ja, das Rückgrat. So. Und das ist der Punkt. Wenn dein Körper von der Dehnung her gar nicht fähig ist, von der Flexibilität in diesen Zustand zu kommen und du zwingst ihn da rein, dann machst du ihn dabei kaputt. Du musst immer schauen, wo du stehst. Und dann dehnst du einfach, atmest da gut rein und irgendwann geht die Dehnung immer mehr. So. Und mit der Ernährung ist es zum Beispiel genauso. Wenn du irgendwo an einem Punkt bist und du probierst, alles optimal zu machen, dann zwingst du dich da wo rein, wo der Körper noch gar nicht so schnell handeln kann. Das kann man mal kurz machen als Reinigungsphasen. Ist super gut, sich gesund zu ernähren. Ich möchte dich jetzt nicht davon abhalten, dich gesund zu ernähren. Mach das bitte. Aber dir sollte auch bewusst sein, dass damit ein Reinigungsprozess einhergeht, dass du schauen solltest, das gut auszuleiten, dass du die Umgebungsbedingungen dazu brauchst und dass es dann halt sinnvoll ist, das Schritt für Schritt umzustellen, weil man sonst, ja, die Entgiftungsorgane, Leber, Nieren überlasten kann, den Körper dabei wirklich schaden kann, wenn man da nicht gezielt Schritt für Schritt vorgeht. Genauso wie mit der Dehnübung. So, es ist gut, Körperübung zu machen, es ist gut, die Flexibilität vom Körper zu erhalten, aber wenn du probierst, in eine Position zu kommen, für die dein Körper wirklich noch gar nicht bereit ist, dann machst du ihn dabei kaputt. Und das ist ein super wichtiger Punkt, das zu verstehen. Und so ist es häufig bei vielen Sachen. Das ist eben die Ernährung. Bei Körperübung ist es eben wirklich auch genauso mit dem Dehnen. So, Körperübungen sind super gut, aber wenn du dich da reinzwingst, ist es auch kontraproduktiv. Und bei vielen Sachen, wenn du noch nicht so bereit bist und noch nicht gelernt hast, wie man die bedient, auch wenn du einen 10-Jährigen in einen Ferrari hockst und der macht mal auf gut Glück, geht er mal auf die Bremse und aufs Gas, dann ist es eine Riesengefahr für andere Menschen und für den 10-Jährigen selbst.
Und das ist der Punkt. Gute Sachen können dir extrem schaden. Und wo immer viel Potenzial da ist, viel Möglichkeiten, umso mehr Schaden kannst du damit auch häufig anrichten. Umso wichtiger ist es, dass du verstehst, wie du das Ganze handelst. Wenn du ein Spielzeugauto hast ohne Motor, dann kannst du damit nicht so viel Schaden anrichten, wie wenn du eben einen Ferrari oder sonst was für ein Auto hast und dich da reinhockst, nicht weißt, wie du ihn bedienst und dann einfach irgendwelche Knöpfe drückst. Und das ist genau der Punkt. Das sollte dir immer bewusst sein. Und da dann wirklich zu schauen, hey, was ist sinnvoll, wie zu machen? Und bei der Ernährung, wie gesagt, bei der Entgiftung vom Körper kann man sehr viel falsch machen. Und da würde ich aufpassen und erstmal ein Gefühl für bekommen. Am besten ist natürlich, wenn du deine Gruppe gehst, die Anschluss suchst mit Leuten, die Erfahrung haben. Komm auch gerne mal in die Facebook-Gruppe, fällt mir dabei ein. Da bin ich auch jede Woche live. Mittwochs, meistens, normalerweise. Im Moment ist es Mittwochs. Und pick mir da ein, zwei Fragen raus. Und dann können wir da schauen, so, was sind da die ersten Schritte? Genau, bin ich jedes Mal live, kannst du kostenlos beitreten. Und das ist der Punkt. Schau, dass du dir da erstmal das Umfeld suchst, jemanden suchst, der die Erfahrung hat. Und dann schaust, wie du die ersten Schritte machen kannst. Sonst können gute Dinge dir das Rückgrat brechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das wollte ich heute nochmal loswerden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne Daumen nach oben. Und kommentier mal drunter, ob es dir vielleicht auch manchmal so ging, sei es in der Ernährung oder in anderen Aspekten. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.